Jo Leute, was geht und willkommen bei einem neuen Video. Heute mit der lieben Bella. La bla bla la la la. Heute mit Bella. Und wir machen heute eine Challenge, die nennt sich YouTuber-Körperteile raten. Keine Ahnung, YouTuber raten anhand ihrer Körperteile. Ihr seht es im Titel, wie das Video heißt. Also nicht lange quatschen, sondern direkt loslegen. Es ist echt schwer, ne, anhand nur von Mund jemanden zu erraten. Da muss man so ein richtiger Stalker sein mit fotografischem Gedächtnis, der. Also auf jeden Fall hat diese Person schiefe Zähne, wie es aussieht. Das ist ein Mädchen, oder? Ja? Ja. Na, lügst. Ich glaube, wir gehen beide mit 0 Punkten raus. Aber lass mal 3 Versuche oder so nehmen. Okay. Sonst ist es echt schwer. Das sieht aus wie der Mund von Kai ein bisschen. Kai. Nicht? Genau, wir haben als Joker den Leon Mascher da hinten. Er ist der beste Kenner, was Körperteile von YouTubern angeht. Aber immer nur ab hier. Hä? Shirin? Oh mein Gott. Nee, die Lippen sehen gar nicht aus wie bei Shirin. Okay, mein letzter Versuch ist... Bibi. Ist eh nicht. Ich hab einfach... Mir fällt nichts mehr ein. Das ist zu schwer. Ich wusste doch, dass dein Typ ist. Das ist Mike. Mano! Ja, sorry wegen der schiefen Szene, ne? Sieht nur auf dem Bild wahrscheinlich so aus. Auf jeden Fall wäre ich nie im Leben drauf gekommen. Du hast mich aber auch verwirrt. Du hättest wenigstens ein bisschen einen Tipp geben können, dass es in männliche Richtung geht. Ja, kein Punkt für mich. Aber gut, es gibt auch keinen Punkt für dich bestimmt. Dagi. Was soll das? Also... Ich sitze den ganzen Tag an ihrer Facebook-Seite, suche ein Bild aus, wo ich denke, das wird sie nicht erraten. Was passiert innerhalb von 2 Sekunden? Das ist unfair. Ich kenne die seit 100 Jahren. Das spiele ich genau. Ja, aber weißt du, was ein Hand ist? Das könnte jeder Hand sein. Das könnte Shirin sein. Das ist eine Frau. Ich bin eine Frau. Natürlich achte ich auf die Nägel von jemandem. Da könnte auch meine Nägel erraten. Die hat nicht mal eine Farbe auf den Nägeln drauf. Ja, deswegen ja. Ein Punkt für Bella, kein Punkt für Dima. 1-0. Sieht schlecht aus für mich. Das ist Shirin. Hä? Nicht? Hm? Ist das die Freundin von Shirin? Die sind nett. Okay, ich sag mal direkt ja. Ja? Ja! Ja! Ja, 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 ja. Das war das Schwierige daran. Und ich hab sie bis jetzt noch nie in meinem Leben gesehen, außer auf YouTube. Das ist aber... Ja. Aber das ist das Schwierige daran gewesen, weil die echt... Ähnlich, ne? Ähnlich aussehen. Ja, die macht auch so ein bisschen diesen Ausdruck wie Shirin mit dem Mund. Wer hat denn so eine kleine Nase? Die ist gar nicht klein, sieht nur auf dem Bild so aus irgendwie. Aber sieht ja winzig aus. Meine Babynase. Oh Gott. Ja. Kenne ich die Person? Wer kann es wohl sein? Ich weiß nicht, ob du persönlich kennst. Du weißt auf jeden Fall, wer das ist. Ich sehe nicht so viel Schminke, deswegen. Nee, das ist auf jeden Fall ein Typ. Habe ich ein gutes Bild ausgesucht, Leute? Aber es sieht auch ein bisschen aus wie Mikes Nase. Wenn ihr wisst, wer das ist, könnt ihr in die Kommentare schreiben. Bin gespannt, wie gut ihr seid. Also bevor das aufgelöst wird, gleich schreibt es doch jetzt schon mal. Scheiße, ich kann mir nicht vorstellen, dass einer so eine kleine Nase hat, weil die sieht so klein aus. Ich kann mir das jetzt die ist nicht gefacetuned, das ist echt. Dun, 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 ich weiß es dun, nicht. Dun, dun, dun. Ich weiß es wirklich nicht. Tada! Oh, die Nase ist ja voll, ist ja gar nicht so siehst klein. Siehst du, sieht gar nicht so klein aus. Ne? Rate mal. Naja, Schwarz-Weiß-Bild ist schon mal eine gute Hilfe, weil nicht so viele Leute Schwarz-Weiß-Bilder posten. Fische? Ja, wer macht sonst Schwarz-Weiß-Bilder? Ist doch klar. Er macht einen auf Che Guevara und so. Ja, kenn auch seine Locken hier. Die habe ich extra dran gelassen, damit es ein bisschen einfacher ist. So nett bin ich. Hä? Als so ob du sowas... Die lügt gerade fürs Video. Nein, ich schwöre. Ich habe extra nett für dich gemacht. Ich wollte vorhin dazu gesagt, ich werde dich gleich zerstören, du kleiner Bastard. Ihr seht hier unten den Stand. Wir vergessen das immer. Könnte sein, dass jemand führt. Könnte sein, dass wir Gleichstand haben. Wir haben ein Knie von einem YouTuber. Natürlich sehr einfach zu erraten. Oder vielleicht kennst du die Türangel im Hintergrund. Willst du mich verarschen jetzt? Hab ich das jetzt richtig gerade? Oh mein Gott, ich bin so cool. Weißt du, ich habe mir vorher alle YouTuber angeguckt, jedes Körperteil. Hast du in meinem Laptop gerade... Nein, ich schwöre, nein, ich habe, also wenn du das nachher in der Aufnahme siehst, ich habe so getan, aber ich schwöre auf alles, ich habe nicht geguckt. Ich schwöre auf alles, tot umfallen. Wenn ich tot umfallen soll, wie kann man, sag mir mal ehrlich, guck wie mal, kommt man direkt auf mal, Discord? Ich sag euch das mal, ja. Ich kenne keinen Typ, der kurze Hosen trägt, so. Ich trage auch kurze Hosen. Ja, aber du bist nicht so braun. Doch. Ich glaube auch nicht, dass du so behaart bist. Und ich glaube, dein Bein ist auch ein bisschen dünner. Deswegen. Nein! Warte, ich zeig dir das Originalbild. Das ist das Originalbild! Cool, oder? Ich dachte, jetzt kommt so ein Fitnessbild. Eigentlich verliere ich selten so bei so einer Challenge, aber dieses Mal sieht es nicht gut aus für mich. Paula.
Weil es bestimmt bei dir zu Hause ist. Das ne? Bild im Hintergrund an Sascha gemalt. So. Ich war dabei, als er das gemalt hat. Das werde ich jetzt nicht vergessen. Hätte doch auch jemand anderes sein können, der da steht vor dem Bild. Genau. Es ist bei denen in der Wohnung. Wie viele Leute gehen in ihre Wohnung und machen dann so ein Foto? Tja, was soll man sagen? Nicht schlecht. Ich hatte gar nicht gedacht, dass wir beide so gut sein werden bei dem Spiel. Ich dachte, okay, vielleicht von 6, 7 Fotos erraten wir 2 oder so. Aber wir sind echt gut dabei, muss man sagen. Deswegen machen wir direkt weiter mit dem nächsten Bild. Und man sieht auch die Augenbrauen. Man könnte natürlich auch daran noch ein bisschen ableiten, wer das sein könnte. Diana? Diana? Die Fashion, meinst du? Mhm. Ich gebe dir einen kleinen Tipp, das ist keine Beauty-YouTuberin. Oh, okay, ich habe zu viel verraten, glaube ich. Scheiße, vielleicht ist das doch eine Beauty-YouTuberin. Vielleicht gucke ich den Leuten nie in die Augen. Vielleicht gucke ich mal. Augen sind das Wichtigste. Alter, das ist übertrieben schwer. Mein Gott. Das wird mir niemals einfallen. Das ist Kelly. Ich habe Kelly gesagt, das ist gut für mich. Hey, du musst dann auch sagen, ja, nein. Nein, du hast ich einfach gesagt, so, Kelly. Ja, Kelly ist es nicht. Ich so, nein, ich habe gesagt, Kelly, nein, du hast, doch nicht. Du hast doch gesagt, na, Kelly ist es auch nicht, oder? Hey, Leute, zählt das als ein Punkt für mich? Sagen wir mal, okay, ich bin gnädig, du kriegst einen halben. Okay, halber Punkt für Bella. Sehe ich hier irgendwo in ihrer Ecke. Hey. Hey, Baby. Warte mal, ist das keine Frau, oder? Das kann ja nur so ein Fitness-Typ sein, aber nicht in Scope, glaube ich. Hast du deinen Nippel schon analysiert vorhin, ne? Mhm. Ich habe damit auch schon rumgespielt. Und so. Oh, ich meine, natürlich, Spaß. Uwe ist es auch nicht, dann ist es, könnte das Tim Gabel sein. Tim Gabel. Falsch. Doch, das ist in Scope. Das ist in Scope. Okay. Ist das? Ja. Ey, wir haben beide InScope ausgesucht. Oh, wir sind heimliche Fans von dir, Nico. Bist du jetzt ein bisschen rot geworden bestimmt, oder? Oh, man sieht auch, dass es trainiert ist. Weißt hier, du, wenn weißt du, was ich nämlich zuerst rausgesucht habe? Warte. Ih, das ist von Leon Mascher, oder? Die Brust. Nein. Zeig mal. Nein. Die Eklige. Weißt du was? Ist das ein YouTuber? Das bist du. Dein Ernst? Echt, das ist ein YouTuber? Ja, dann glaubst du, ich hab solche Bilder auf meinem Handy. Ja, aber jetzt bin ich aber dran, oder? Zuerst. Willst du jetzt raten? Muss ich aber nicht. Nein, ich habe nur gesagt, guck mal, was ich zuerst rausgesucht habe, weil du meintest, das auch von ihm? Nein, weil du hast gesagt, es gibt nur 3 Personen, die ihren Oberkörper zeigen. Ey, Spaß beiseite. Aber jetzt, das habe ich jetzt als muss erstes ich mich auch einmischen. Lass das mal kurz, das Bild. Ich habe ein geiles Bild. Habe ich gerade bearbeitet, okay? Okay, zeig. Ich habe es schon gut bearbeitet. Ich zeige es mal in die Kamera. Was ist das, wenig? Okay, ich zeige euch jetzt. Ihr müsst raten, wer das ist, okay? Das ist auch ein YouTuber. Oh, wie schlecht. Das hast du aber gut gemacht, Leon. Wie hast du das denn mit Face schon hinbekommen? Ey, jetzt mal ehrlich, wer ist das? Das ist er. Hey, doch witzig. Ah. Okay, sie kriegen einen extra Punkt. Dankeschön. Okay, extra Punkt für sie, weil keine Ahnung nee, warum. Nee, aber sag mal, ich mach das mal kurz als Special hier rein. Also nochmal ein kleines Special? So, weil der sieht voll komisch aus. Siehst du, das habe ich nämlich extra nicht mit reingenommen, weil ich so nett bin. Weißt du, die sind so richtig weit auseinander. Das ist doch nicht normal, oder? Sascha? Nein. Er hat auch so eine Brust. Nee, keine Ahnung. Das ist echt krank. Es ist Simon. Nee, nein. Der hat doch ein bisschen... Aber der hat doch definiertere Brust, oder nicht? Der hat doch ein bisschen... Bäh, Simon, was geht bei dir für ein Film? Ist schon unter meinen gelöschten Fotos. Ach so, es ist private Foto, so ja. Den, er hat das hier geschickt, so. Ich habe hier einen Fuß für dich. Ja, okay. Komm mit Fuß. Melina? Ja, hör mal auf mit dem Scheiß, was soll das? Weißt du, ich freue mich voll so auf den, ich habe mal richtig voll den kranken Scheiß hier ausgesucht. Oh mein Gott. Hör mal auf, es macht keinen Spaß hier. Meine Innereien geben. Guck mal da. Ja, siehst du? Du kennst das Bild, oder? Nein, aber doch. Aber deswegen ich dachte mir... Wer hängt so halb in der Luft? Und da ich dachte, das könnte auch Melina momentan sein oder so. Unterwegs ist, dachte ich, Melina hängt halb in der Luft. Scheiße, ey, du hast 100% in meinem Laptop geguckt. Ich glaube ja, das eben nicht. Schon vorher, bevor wir das anfangen. Ist bestimmt irgendwas geschummeltes, gemuggeltes. Okay, egal. Das ist Nihan und ihr Hund. Ach, scheiße, echt? Jetzt sagst du, sagst Paola. Fuck. Ich wollte auch zuerst Paula sagen. Okay, dann machen wir mit dem letzten Bild weiter. Und zwar habe ich für dich dieses Bild vorbereitet, was sehr einfach ist. Das wirst du bestimmt direkt erraten. Das ist die Nie. Richtig. Es ist mega einfach gewesen, oder? Aber sie hat voll die guten Zähne, oder? Mhm, alles schön gerade. Ja, wenn ich meinen Mund reingepackt hätte, dann wäre das Video ab 18 wahrscheinlich. Alles klar, Leute, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass wir beide so gut sein werden bei diesem Raten von Körperteilen. Aber...
ich weiß auch gar nicht mehr, wer von uns besser war. Ich glaube eigentlich sie, aber bin mir nicht sicher. Ihr seht hier unten den Punktestand und derjenige, der verloren hat, dem könnt ihr einen virtuellen Arschtritt geben oder sowas. Ansonsten checkt auf jeden Fall noch das Video von Bella ab auf ihrem Kanal. Da haben wir noch eine andere Rate-Challenge gemacht, so eine Facetune-YouTuber-Challenge sozusagen, wo wir YouTuber hässlich gemacht haben und dann muss man sie erraten, wer was ist. Und, der Link steht entweder hier auf dem Kopf klicken oder in der Beschreibung könnt ihr auch klicken. Und ansonsten sehen wir uns morgen oder übermorgen wieder. Bleibt schön gesund und gut drauf. Tschüss!